So, hallo alle zusammen. Ich zeige euch heute mal was ganz Neues in meinem Gebiet. Ich habe damit noch nie gearbeitet, so wirklich. Und zwar ist das UV-Lack. Und der ist von Ascension Nails, das ist das G-Lace. Und ich zeige euch heute, wie ihr das verarbeiten könnt. Und das Einzige, was ihr eigentlich braucht, ist eventuell ein Pro-Pusher oder ein Fräser, was euch besser liegt, um die Nagelhaut zu entfernen. So eine grüne Bufferfeile, die sind ganz fein, die sind für die Naturnägel gedacht. Und ich würde sagen, wir beginnen auch gleich. Wir beginnen zuerst mit der Nagelvorbereitung. Ihr schiebt die Haut zurück. Also ich mache dieses G-Lace, den UV-Lack, auf die zwei hinteren Nägel, die sind Natur, da ist keine Gelmodellage drauf. Hier habe ich es drauf gelassen. Das kommt aber separat. Also wir machen heute die zwei. Ich zeige euch ein Full Cover und einen French Nagel. So, was ihr zuerst macht, ist die Nagelhaut zurückschieben. So, zweiter Schritt. Ihr entfernt sie. Ich mache das mit dem Fräser. Geht einmal hier entlang. Jetzt buffert ihr den Nagel an. Und zwar mit dieser feinen Bufferfeile. Auch den Nagelrand nicht vergessen. So, ihr entstaubt das. Und das wäre eigentlich schon die Nagelvorbereitung. So, jetzt gibt es einen Basecoat. Könnt ihr das lesen? Der ist auch von Essential Nails und der wird zuerst aufgetragen. Wenn euch der Pinsel eventuell zu dick ist, könnt ihr auch einen anderen nehmen. Und dann tragt ihr den auch mit etwas Abstand auf den Nagel. So, und das Ganze wird dann für 2 Minuten ausgehärtet. So, das Ganze wäre jetzt ausgehärtet. Jetzt kommt die Farbe. Ich habe hier Raspberry Crush. Das ist ein Pink, das ist, glaube ich, Neonpink. Ja. Und die Farbe wird zweimal dünn aufgetragen, also 2 Schichten. So, gebt es einfach hier drüber. Dann lasst ihr das Ganze wieder 2 Minuten aushärten. So, jetzt macht ihr noch eine zweite Schicht. So, jetzt kommen wir zum letzten Schritt, und zwar den Topcoat. Der ist glänzend, es gibt noch einen matt, den habe ich aber leider nicht da. Und damit versiegelt ihr einfach nur noch eure Farbe. So aus. Einmal Neongelb und Neonpink. Das ist alles auf Naturnägel gemacht. Ihr könnt die Lacke aber auch beziehungsweise die Farben in eine Gelmodellage mit einbauen, wenn ihr das natürlich möchtet. Ihr könnt damit genauso gut Full Cover und French machen. Ob ihr es dann über oder unter den Aufbau macht, ist eure Sache. Wenn ihr nur French machen wollt, dann würde ich mit einem Make-up-Gel aufbauen. Und ja, ihr könnt es also ganz normal als Farbgel in eine Gelmodellage einbauen.
zeige ich das jetzt nochmal. Das ist UV-Lack G-Lace von Essential Nails. Die Farben bekommt ihr im Sommersberger Shop. Ich blende euch den Link ein. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an mich oder an die Petra Sommersberger. Und viel Spaß damit. Tschüss!